Auch heute wieder kein Regen in Berlin. Vielleicht am späteren Abend oder in der Nacht ein bisschen im Nordosten, aber auch längst nicht genug. In Berlin herrscht Dürre. Nun haben wir kaum Landwirtschaft, deshalb trifft uns das Wetter nicht so hart wie unsere Brandenburger Nachbarn. Aber es trifft uns dann eben doch. Da ist zum einen die Waldbrandgefahr, auch in den Parks. Friedrichshain-Kreuzberg etwa hat heute ein komplettes Grillverbot in allen Grünanlagen verhängt. Und dann trifft es unsere Gesundheit, spürbar. So wie es hier aussieht, so fühlen sich auch viele Berliner ausgedörrt. Nur um die 50% Luftfeuchtigkeit hatten wir in den letzten Wochen. Normalerweise sind es durchschnittlich 70%. Sie merken ja selbst, dass ich auch ein bisschen komisch spreche, nicht? Und zwar ist das so, als hätte ich Pfeffer drin. Das ist ein ganz komisches Gefühl, man kann nicht abhusten, das kitzelt, als wenn jemand in der Feder drin wäre. Es brennt, das ist so, als wenn Sie vielleicht in einen Raum reingehen, wo geraucht wird oder gegrillt wird. Ich weiß nicht, ich habe auf einmal so komische Halsentzündungen und meine Stimme ist eigentlich weg. Ich weiß ja auch nicht, woran das liegt. Paul Schmidt-Hellinger von der Charité hört diese Beschwerden von vielen Patienten. Wenn man viel Zeit draußen verbringt und sich auch ein bisschen bewegt, ist irgendwann die Kapazität der Schleimhäute sozusagen erreicht und überschritten. Und dann trocknen auch die Schleimhautzellen aus und sterben teilweise auch ab. Und dann hat man erkältungsähnliche Symptome. Die Trockenperioden dauern ungewöhnlich lang, wie Meteorologin Sahaso Dudi beobachtet. Eine Ursache ist der Klimawandel. So, Klimawandel führt dazu, dass wir so höhere Lufttemperaturen haben. Die Westwinde so, sind schwächer und daher so die Luftmassen können so sich langsamer bewegen. Daher es führt zu länger anhaltende Wetterlagen. Dazu speichern Häuser und Straßen die Wärme, weshalb es in der Stadt meist heißer als im Umland ist. Trockene Lufthitze, das strengt den gesamten Körper an. Man ist mehr müde, man beendet den Tag und man ist kaputt. Ich habe Kopfschmerzen und ich habe oft so mit Schwindel zu tun, gerade wenn es wärmer wird und das ist halt stickig. Ich habe Herz-Kreislauf-Beschwerden. Ich fühle mich dann einfach matt. Berlin besteht zu 44% aus Grünflächen. Die sollten eigentlich für Abkühlung sorgen. Eigentlich. Das ist sehr wichtig, dass wir unsere Grünfläche bewässern. Und bei dieser Trockenheit, die wir zurzeit haben, dann die Rasenfläche sind alle vertrocknet. Und daher, sie können auch wie Asphalt, sogar sie sind heißer als Asphalt. Und das ist nicht gut für unser Stadtklima. Schauer und Gewitter sind da tatsächlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Luft wird nur kurz besser und die Grünflächen kann das nicht retten. Alles, was hilft, ist viel Gießen und Trinken, auch mal einen heißen Tee.